Hier haben wir für die Funktion eine Wertetabelle vorgezeichnet. Wir haben also keinen Graphen, keine Funktion, sondern der Auftrag lautet jetzt, beides herauszufinden. Hier in der Wertetabelle sehe ich zwei Punkte und eine Gerade ist ja durch zwei Punkte eigentlich definiert. Also kann ich die beiden Punkte mal eintragen. X ist 1, Y ist 5. X1, Y5 gibt mir hier den ersten Punkt. Der zweite Punkt ist bei minus 3, 7, also x ist minus 3, geht hier bis hierhin, minus 7 bis hierhin und ich kann den Punkt so eintragen und die beiden Punkte, die ich erhalten habe, miteinander verbinden. Als nächstes kann ich von dieser Gleichung die Geradengleichung herauslesen. Und zwar bildet sich ja jetzt hier ein Steigungsdreieck zwischen diesen beiden Punkten, die wir eingetragen haben. Das Steigungsdreieck ist hier. Und in diesem Fall ist das 5, 10, 12 für Delta Y, 12 Viertel als Steigung. Das kann man kürzen, das gibt 3. Das heißt, meine Funktion wird in von der Form y gleich 3x sein. Und jetzt gibt es noch eine Verschiebung auf der y-Achse, 2 nach oben, 3x plus 2. Ich kann jetzt weitere Punkte herausfinden, verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Hier haben wir für die x-Koordinate eine 4 vorgegeben und ich kann jetzt entweder das versuchen herauszulesen, 1, 2, 3, 4, aber ich sehe schon, das verlässt hier oben meine Grafik. Also setze ich die 4 einfach hier ein, dann gibt es 3 mal 4 und y ist dann gleich 3 mal 4 sind 12 plus 2 gibt 14. Und jetzt habe ich die y-Koordinate des Punktes mit der Koordinate x gleich 4. Y ist 14 und das sieht ja auch recht gut aus. Irgendwo da oben würde sich das treffen. Das gibt 14. Etwas komplizierter wird es schon, wenn der y-Wert wie hier gegeben ist mit 8. Ich kann es versuchen herauszulesen. Also damit 5, 6, 7, 8 und ich gehe mal davon aus, dass dieser Punkt hier vermutlich die y-Koordinate 7 haben wird. Wenn ich es genau wissen will, muss ich es in die Gleichung einsetzen, nämlich 8 gleich 3x plus 2, das ist ja das y. Ich subtrahiere auf beiden Seiten 2, 6 gleich 3x dividiere das Ganze durch 3 und erhalte 2 gleich x. So. Und vorher habe ich etwas von 7 gesagt, das stimmt hier nicht, ja, sondern 2 wäre ja x gleich 2 und hier erhalte ich diesen Wert tatsächlich x gleich 2 und das kann ich jetzt hier oben eintragen. 2. Also wenn ich x 2 nehme, kriege ich für y 8.